Ich will erstmal hier was aufsammeln und dann will ich mal gucken, was wir alles schon herstellen können. Bestimmt noch nicht viel. Wir sind ja quasi ein Nichts. Tja, die gute Werkbank. Ich habe sie überhaupt nicht vermisst. Die gibt es im Vampyr. Und hier. In Horizon habe ich sie nicht. Daher können wir automatisch so herstellen. Waffen verbessern. Ha, ich habe gar keine Waffenteile. Menno. Herstellen. Munition ist immer gut. Ich habe leider nicht genügend für eine Spritze, aber Munition. So, das heißt, wir können auch in unserem Wheel können wir auch craften. Improvisieren. Erstmal ein Kaffee. Wenn du Kaffee in einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauchen nach Gebrauch eine weitere Kanne. Aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Kaffee. Ich würde ja Tee bevorzugen, aber Kaffee. Das tut gut. Ach, soll ich mal. Warte. Fach. Geht das schon wieder los? Ich vertrink mich schon im Menü. What? War das hier mit drin? Ja, meine Herren. Wie hoch geht denn das hier? Da kriegst du 3 Stufen? Ich habe im Vampyr habe ich 6. Dann 6 Stufen. Vielleicht waren es nur 5. Kann man das nicht merken? Aber Vampyr kriegt das besser hin. Okay. Ich lasse halt die Performance trotzdem immer noch an. Weil mich das interessiert. Die Kante ist genauso groß wie die Taste. Ja, das stimmt. Ach, lass mir jetzt so. Wird schon schief gehen. Nein, mit dem rede ich nicht nochmal. Der ist mir zu doof. Ach, hier sind die Werkzeugteile. Oh Gott. Noch mehr. Jetzt können wir herstellen. Also upgraden. Wir haben jetzt 25, das müsste reichen. Hm. Schaden. Schade. Kann ich nicht upgraden. Könnte ich upgraden? Könnte ich nicht upgraden? Ah! Nehme ich. Warte mal, hätte ich das Messer. Können wir das Messer upgraden? Nein? Okay, gut. Magazingröße ist auch immer so eine Sache, die brauche ich. Weil ich treffe nicht immer. Trotz, dass wir jetzt Zielhilfe anhaben, kann es passieren, dass ich nicht immer treffen werde. Vor Aufregung. Kommuniziere, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Geh nach draußen. Okay. Können wir die Nebenquest eigentlich auf der Karte markieren? Oh. Hauptsache, man muss hier alles mal kurz durchklicken, damit es weggeht. Schön. Was? Information? Wo? Ich finde es so witzig, dass die Tutorials auch noch mit dabei sind. Unnötig. Es fuck. Aber gut. Missionen. Kann ich die schon machen? Da würde ich die nämlich erstmal machen, weil das ist schon. Kann man die irgendwie triggern? Dass die auf der Karte markiert wird? Ich markiere die mir jetzt. Kann ich mir. Ja. Da kommt die Transporter her. Gehen wir erst zum Transporter und gehen dann da hoch. Ich glaube, da führt eine Straße hoch. Ich bin mir zwar nicht sicher mehr, aber probieren wir es. Wieso? Hä? Wer hat den Schrank hier wieder aufgestellt? Und wieso komme ich hier nicht raus? Hä? Die unöffnende offenbare Tür
oder wie? Oder war? Hä? Kommen wir unten aus dem Bunker noch anders raus? Hä? Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Energisch. Gibt's hier eine Tür? Ja, hier gibt's eine Tür. Die Tür haben sie oben zugeklebt. Definitiv. Der Schrank ist nicht mehr davor, aber die Tür haben sie zugeklebt. Logic. Was zum... Wer war das? Ich weiß, wer das war. Tati? Aber sowas von Tati. Manu. Ich hab mich gerade schon gefreut. Wo ist meine Tati, wenn ich sie brauche? Da ist Tati. Tati wohnt bei uns jetzt in einem Dings drin? Das ist creepy. Wenn du überlegst, der Ort wurde aus Castellan aus seiner Erinnerung rausgeschnitten. Und das soll halt so ein schöner, friedlicher Ort sein, wo er seine Ruhe hat. Und dann kommt Beacon. Told you. Aber Tati ist in Ordnung. Mit der Frau kann man reden. Die ist ja so gefühlvoll. Du wolltest das grüne Gel von der Katze haben. Ich habe nein gesagt. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Ach, Tati. So wie früher. Ich frage mich, wie alt sie eigentlich mittlerweile ist. Nein, ein Skilltree. Ach, Nemesis. List sieht gut aus. Athletik. Oh, wir müssen bei Castellano definitiv Athletik skillen. Gesundheit. 1500. Leck mich. 3000. Okay. 5000. 1500. Sind alle am Anfang 1500? Dann würde sich das ja gerade voll nicht lohnen. 1000? Mir fehlen jetzt ernsthaft 100 Gehe, weil ich die scheiß Zombies nicht gekillt habe vor der Haustür. I love you. Tja, Tati, komm mal ins Geschäft. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl, sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Der Stuhl! Ja, der Stuhl, auf dem sie sitzt. Ach, sind das hier wieder unsere Leichenkästen? Ich habe noch keinen Schlüssel, er weiß es nicht. Ach ja. Ich liebe Tali. Mir fehlt aber halt echt nur ein bisschen Gel. Was ist, was gibt mir der Katze? Hat sie Hunger? Muss sie füttern? Ach, so ist der Spiegel. Na du? Ja, ich gehe ja schon. Ich finde die einfach so süß. Wir speichern nochmal kurz, weil doppelt hält besser. Neuer Speicherstand. Ja. Wir haben ja gerade was hergestellt, von daher. Ach ja, wir wollten raus. Ich habe gerade kurz überlegt, wo wir sind. Tja, blinder Stockfisch und so. Hm, eine Krähe. Noch eine.
Mach mal schnell zu, die Musik ist sonst. Das Symbol ist auch wieder dabei. Schöne Sache, schöne Sache. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Okay. Was er hat? Hallo. Sie heult nur. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Ich habe mir ja schon einen Wegpunkt gesetzt. Die Welt geht unter. Weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Aber war das im Beacon nicht auch so, dass die das Beacon so ein bisschen kaputt ging? Quasi? Okay, von da sind wir gekommen. Ich kenne dich. Nimm mit. Leichenschrankschlüssel. Es geht wieder was 32. Was ich da... Na. Ist das eine Kirche? Können wir da reingehen? Ich weiß, es ist nicht ratsam, da reinzugehen, weil da ist bestimmt wieder irgendwas oder irgendjemand. Aber. Okay, Krähe. Boah. Also, Cassianus, du bist ja im zweiten Teil, bist du jetzt so athletisch. Lebt hier noch etwas? Ach, Entdeckungssymbol. Ach nein. Nicht schon wieder. Geil, Axt. Nimm mit. Was? Wo? Wie? War? Ah! Ach, da. Hä? Wie unlogisch war das jetzt? Ich dachte, wir könnten jetzt mal schön stealthen. Könnte man ihn dann mit dem Messer ersäbeln, wenn er einmal liegt? Oh, er muss sich gerade voll wieder dran gewöhnen. Sorry. Ich bin vom Schießen ja gerade nur Borderlands und Horizon gewöhnt. Bei Vampir musst du ja nicht zielen. Ist ja Auto. Auto-Dingsbums. Cool. Okay. Lebst du noch? Nein? Bist du tot? Nein? Okay. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach, da lang. Das kann ja heiter werden. Ich kann nicht zielen. Unnötig. Trotz Zielhilfe bin ich so blöd zum Zielen mit dem Controller. Sache einspielen. Wir spielen das seit einer Stunde und davon war eine halbe Stunde Sequenz. Zählt das als Ausrede? Ich denke schon. Vor allem, man will alles mitnehmen, aber muss aufpassen, dass man nicht entdeckt wird. Was haben wir jetzt gefunden? Müll? Schießpulver ist heutzutage Müll. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da.
Mann! Welche Taste? Ich hab gerade die Taste verkackt. Was? Okay. Hä? War die Axt jetzt gerade ein One-Hit für den? What? Okay, nehme ich so hin. Eigentlich können wir sie gleich töten. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass dieses Dreckskackvieh einfach mal über den Zaun klettert. Das nehme ich mit. Oh, komme ich da rein? Besucherzentrum, will ich da rein? Hallo? Nee. Taschenlampe an. Hat sich gelohnt. Willkommen in Union. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern, kommen Sie oder erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Schön, dass Sie hier sind. Ich habe den jetzt nicht umgedreht, weil das reicht mir schon. Ich will nicht ins Hinterzimmer. Oh, da geht's im Keller, nein. Ha, cool, wir kommen nirgends hin. Haha, schön. Aber das ist noch eine Pflanze, die nehme ich mit. Aber ich glaube, man kommt irgendwann. Ich glaube, irgendwann können wir bestimmt mal in den Keller da kommen können. Leer. Na gut, dann nicht. Aber ich will nicht in den Keller. Aber wir müssen bestimmt irgendwann mal dahin, aber ich will da nicht hin. Was liegt denn da? Fressstange, Metallrohr. Na gut. Solange es kein Franzose ist. Okay, die sind beschäftigt da hinten. Ich gehe da nicht weiter. Das klingt sehr nach beschäftigt. Was soll denn das sein? Das sind doch keine Stromzähler. Das ist doch kein ordentlicher Kasten. Enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Erstmal Müllkram. Ich hätte den Stein mitgenommen. Kann ich denn die Flasche eigentlich usen? Hat das jetzt irgendeinen interessiert? Irgendwie nicht. Ich würde die am liebsten alle einfach nur stealthen. Am allerliebsten würde ich da einfach nur vorbeirennen. Das kann ich gut. Zumindest solange Castellanos Ausdauer hat. Hier ist eine Bank. Dahinter kann ich mich auch verstecken. Die zerfressen gerade. Der eine. Eigentlich ist nur der eine, der Problematik ist. Problematik. Dreh dich um, du Stück.
Das ist ja ganz verrückt. Ist das lilanes Blut? Wo hat die Axt her? Hat die mir geklaut? Oh, ich kann meine Waffe von Steuerkreuz sehen. Oh, danke. Danke für den Tipp. Habe ich vergessen. Ich habe mich schon gewundert, das kann nicht sein, deren Ernst sein, dass man die Waffen so wechseln muss. Das ist ja tödlich. Bin ich da? Ich höre es atmen. Da gehe ich bestimmt nicht mehr einen Job einkaufen. Oh, hi. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Geht doch. Ich liebe diese Armbrust. Es nennt sich sogar Hüterarmbrust mittlerweile. Okay, LT ist zielen, RT ist spannen, RT loslassen ist schießen, Bolzen sie wechseln mit X. Krieg ich glaube wieder hin. Schockbolzen. Gibt's denn nicht mehr nur Schockbolzen? Es gibt bestimmt noch mehr. Spiel verrät einem das noch nicht. Dein Ernst! Ich dich auch. Haben wir jetzt die Bolzen mitgenommen? Nein, werde ich nicht. Ja, Harpunenbolzen. Ich wollte aber... Ich wollte gerne meine Waffen auf dieses Wheel, auf den, auf das Rad legen. Mit einem Schockbolzen. Wenn ich den gut einsetze, würde ich vielleicht was reißen können. Aber nur vielleicht. Warte, anderes Menü, oder? Das Menü, ne? Ah! Das muss ich so legen, dass ich mich nicht mal aus Versehen verklicke. So. Wo habe ich jetzt was hingelegt? Wir leuchten aber auch wie eine Fackel. Ausdauer. Vor dem Wind. Ich guck gerade nur auf den Ausdauerbalken. Ah, effektiv. Oh, es lebt noch. Nächstes Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Können wir die Harpune wieder mitnehmen? Ich fühle mich gleich gemobbt, dass ich die so gewastet habe. Aber die können ihre Axt mitnehmen. Das ist ja auch was wert. Können wir hier rein? Will ich hier rein? Eigentlich nicht. Kann ich hier rein? Nein? Schön. Gut. Nägel. Ich kann ja doch hier rein. Ich will da nicht rein. Tür sagt nein. Ach komm schon. Was? Was? Ich hab grad meine Axt genommen. Ich hab meine Axt genommen! Ah! Die Steuerung kommt mir schwammig vor. Also so verzögert. Wisst ihr, wie ich meine? So fast wie ein Vampir. Du musst 5 Sekunden vorher drücken, bevor was passiert. Ich bin mir im Ausdauerbalken, aber der
wirkt sich doch nicht aufs Messern aus. Hm. Oh nein. Kameras sind in diesem Spiel immer schlecht. Diese Zugfahrt, die war lustig. Vor allem der Arm sagt schon alles aus. Wessen Arm ist denn das eigentlich? Will ich das wissen? Tasche für Pistolenmunition. Tasche verbessern. Okay. Was war denn das? Können wir sonst noch irgendwas machen? Wieso ist da jetzt eine Stolperfalle? War die vorher schon da? Hm. Ach so, wir kommen nur da zurück. Ha, ach, ich verstehe es. Hm, ja. Gut. Wie soll das gehen? Kann ich die durchschneiden? Miau. Auto zielen von Wind. Das Problem ist, man darf im Auto zielen nicht nachjustieren. Das zielt er selber. Wenn du nachjustierst, während das Auto zielt, dann zielt es ja nicht mehr Auto, dann zielst du dich zu Tode. Aber gut. Die Kamera war jetzt irgendwie useful. Ich habe Angst, was mir das sagen soll. Dass ich das so nutzen kann. Sind wir jetzt an Transporter halt vorbei? Hier ist der Abtrünnige. Ach nee, der Transporter war das mit der Brain Afka. Ach ja, mit unserem. Bolzenschussgerät. Ihr wisst, was ich meine. Mit unserer Armbrust. Jetzt habe ich es. Meine Fresse. Brain Afka, ey. Voll. Was? Offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Wo recht hat er recht, das stimmt. Was passiert aber, wenn mich während dieser Sequenz so ein Zombie angreift? Hallo? Ist hier jemand? Nein? Nimm mit. Rauchpulver. Können wir Rauchgranaten herstellen? Das wäre nice. Wow. Mann, wieso läuft denn jetzt auch da hinten lang? Und wieso habe ich so wenig Muni? Weil ich keine hergestellt habe, ich weiß. Wo gehe ich denn jetzt mal am dümmsten hin? Hätte ich den Wegpunkt eigentlich. Ist das jetzt mein Wegpunkt? Ja, ne? Der wäre kürzer von dem Unterschlupf entfernt. Da könnten wir nochmal kurz beim Unterschlupf vorbeigucken, vielleicht. Ja. Nein.
Aber wenn er sich jetzt umdreht, habe ich schlechte Karten, ne? Oh, ich will ihn aber erst helfen. Habe ich noch einen... Warte. Kann ich... Was fehlt mir da? Eine Sicherung? Dir fehlt eine Sicherung, Spiel. Was, da brauche ich... Oh. Kann man nicht mal einmal irgendwie was haben? Ich kann nur zwei erstellen. Ach so, weil das wesentlich teurer ist, wenn du das unterwegs erstellst, als wenn es in der Werkstatt... Ah! Why? Warum hat er einen Molotow-Cocktail? Ich will halt alles helfen, aber ich komme irgendwie nicht ran. Das ist halt, wenn man Munition sparen will. Ich könnte natürlich auch Flaschen werfen, das wäre auch noch eine Methode. Sollen wir es mal machen? Komm her. Taub! Die sind alle taub. Ich bin so tot. Mitnehmen. Nimm mit! Als Lauf. Nein, ich habe keine andere Idee mehr. Nein. Was ist hier los? Sebastian. Streng dich an. Du bist zwar schon etwas älter geworden, aber streng dich an. Ich spare Munition. So geht's auch. Das ist der Weg für die, die nicht so mutig sind. Ich gehe mal schnell zu Taddy. Zur guten Taddy. Upgraden. Diese Katze, ey. Jetzt haben wir schon mehr Waffen. No. Da muss ich noch ein bisschen sparen. So, mehr können wir nicht tun. Gut. 3200 G, das lohnt sich. Ein bisschen. Ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Taddy, alles schick. Ich habe einen Leichenschlüssel, Madame. Stehen noch? Oder wurde der resettet, weil ich gestorben bin? Hinterher, du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke. Meins. Flaschenbrecher. Du wiegst dich schneller in gedruckter Haltung. Aber der hier wäre schön. Fange das wackelnde Ziel. Muss sein, sonst treffe ich noch nie. Oh, es gibt rote Serien. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, es gibt rotes Gel. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen werden. Gut, Tali, ich habe habe ich den denn noch? Wo sehe ich den denn? Ja, hier ist es ruhig. Aber sie sollten hier nicht rumlungern. Okay. Ich glaube,
Der ist durch den Tod weggegangen. Toll. Weil ich müsste das gehen, dass man die Leichenschränke da links aufmachen kann. Kann man im Inventory mal gucken? Kann man das irgendwo finden? Fotos, Tutorial, Mission, Karte. Wenn es nicht im Inventar ist, haben wir es bestimmt nicht mehr. Vermute ich jetzt mal so stark. Was echt kacke ist. Aber gut. Eigentlich hätte ich gedacht, ich habe meinen. Naja. Speichern wir kurz und dann wieder ab zurück.